Hallo Leute, ich bin's mal wieder und willkommen zurück zu Java. Wir machen heute weiter mit Klassen. Ich hoffe, das ist letztes Mal relativ klar geworden, wie ich eine neue Klasse erstelle und wie ich hier Methoden und Variablen dafür anlege. Also x, y, z sind die Variablen, Vektor ist meine Klasse und ein Vektor ist, glaube ich, recht anschaulich, was das darstellen soll. Ich hätte sie auch Hund nennen können, aber dann hätte ich andere Variablen gebraucht. Und hier eben eine Methode. Und heute möchte ich zu einer speziellen Methode kommen und euch vorstellen, was ein Konstruktor ist. Und da werdet ihr auch das vorletzte Video, soweit ich weiß, war es das vorletzte, brauchen, denn da ging es um Überladen von Methoden. Das werden wir heute ganz heftig machen. So, also zunächst einmal, wir wollen einen Vektor komfortabler erstellen. Wir wollen nicht New Vector und dann jeden Wert einzeln zuweisen müssen. Denn es kann ja mal passieren, dass wir hier nicht nur einen 3D-Vektor, sondern einen, keine Ahnung, 100-dimensionalen Vektor haben oder einfach eine Klasse, die noch viel, viel mehr Funktionen hat. Und deswegen möchte ich euch zeigen, was Konstruktoren sind. Konstruktoren gehen in Java wie folgt. Man hat als allererstes, ja, zunächst mal ist es eigentlich auch eine Methode und die heißt einfach nur Public, upsala, gleich mal vertippen und nochmal vertippen, was ist denn jetzt noch schon wieder los? Public Vektor und fertig. Das ist der Konstruktor. Das war's schon. Nein, natürlich war es das noch nicht komplett. Ein Konstruktor ist quasi wie man oder eine Vorschrift, wie man ein Objekt dieser Variable mit new erstellt, also hier. So, das hier geht jetzt eben in new. Wenn ich hier New Vector Klammer Klammer aufrufe, dann geht es eben hier rein. So, da kann ich jetzt innen drin schreiben, was passieren soll. Also mein x, this.x, da ich das ja auf einer ganz speziellen Art, nämlich einem neuen Vektor, der gerade generiert wird, aufrufe, habe ich eine Instanz quasi verfügbar. Und die weise ich ja dann später sogar zu. Deswegen ist es ja ein Konstruktor this.x gleich 0, this.y gleich 0. This.z gleich 0. So, das ist jetzt erstmal ein Basic-Konstruktor. Der setzt einfach alle Werte x, y, z unnötigerweise auf 0, da sie, wie wir wissen, vom Compiler schon auf 0 initialisiert werden, wenn ich gar nichts tue. Egal. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt new aufrufe, dann geht er eben in diese Methode rein und liefert mir am Schluss diesen Vektor hier zurück. Da brauche ich auch kein Return oder sonst irgendwas benutzen, sondern kann das einfach so machen. So, und jetzt kann ich aber genau dieselbe Methode nochmal benutzen. Hier drunter kopieren. Und jetzt meckert er natürlich rum, dass ich den Konstruktor zweimal habe. Und kann einfach sagen, hier kommt ein x-Wert rein. Und diesen x-Wert, den weise ich dann eben meiner x-Variable zu. So, und ihr seht, jetzt haben wir schon wieder eine Methode hier überladen. Nur, dass es diesmal der Konstruktor ist. So, und jetzt will ich das Ganze noch für y haben. Und ich möchte es auch für Z haben. So, und jetzt ist das Ganze doch sehr, sehr schön schon. Jetzt habe ich vier Möglichkeiten, wie ich mir einen Vektor generiere. Und zwar, indem ich einfach sage, New Vector, zum Beispiel 1, 2, 3. So, beide Methoden funktionieren. Ich kann hier Vektor V gleich New Vector aufrufen. Dann gehe ich hier rein und initialisiere meinen Vektor mit den Werten 0, 0 und 0 und kann dann später eben die Werte anders zuweisen. Oder aber ich gehe hier in die V2 und sage, mein Vektor bekommt gleich die Werte 1, 2 und 3. Und dann gehe ich eben hier rein und weise x der x-Koordinaten zu y der y-Koordinaten und z der z-Koordinate. So. Und das ist auch schon die ganze Magie bei Konstruktoren. Aufräumen müsst ihr nicht, das macht Java für euch. Das heißt, irgendwelche Objekte, die ihr erstellt, wenn sie nicht mehr benötigt werden, beziehungsweise wenn ihr keinen Verweis mehr drauf habt, also wenn ihr fertig seid mit dem Programm, dann werden die alle wieder gelöscht und belagern nicht unnötig euren Arbeitsspeicher. Das ist doch auch ganz nett. So, und jetzt noch ein paar Sachen, die man mit Klassen generell sehr gut machen sollte. Nämlich immer schön übersichtlich bleiben und die Methode ToString sollte man eigentlich immer implementieren. Die ist zwar standardmäßig schon drin, wie man sehen kann. Also Red ist ja ein Vektor. Ich gehe gerade kurz hier rein. Hier habe ich
Die ist von uns implementiert worden, aber hier habe ich schon ein paar Sachen. Clone, equals, finalize, bla bla bla, toString hier. So, die toString-Methode ist für eine Ausgabe eigentlich immer gut, wenn wir die ja irgendwie ausgeben wollen. Nur, wie will der Compiler wissen, wie so ein Ding automatisch auszusehen hat? Der würde einfach hier alle x-Werte hintereinander hängen. Das wäre wahrscheinlich nicht unbedingt, was wir wollen. Deswegen implementieren wir die toString-Methode selbst. Und wir returnen natürlich was. Das will ich euch noch nicht zeigen. Das ist nicht gut. So. Also. Wir wollen einen String zurückgeben, der uns quasi unseren Vektor beschreibt, den wir gerade haben mit x, y und z. Das ist jetzt übrigens auch eine ganz normale Variable hier. Eine ganz normale Methode. Nicht irgendwie Konstruktor oder sowas. Die Konstruktoren stehen hier oben. Das haben wir schon fertig. Ich möchte es nur kurz mal mit euch implementieren, damit wir auch sehen, wie unsere Vektoren dann am Schluss aussehen. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wir schreiben hier x gleich. Und wir geben den Wert von x aus. Und wir wissen ja, Strings kann man quasi hintereinander hängen, indem man einfach Plus eingibt. Das mache ich hier mal. Und das x ist ja unser x-Wert hier. Jetzt schreiben wir y gleich. Und dann geben wir hier unseren y-Wert aus. Und dann geben wir unseren z-Wert noch aus. nz gleich. Oh, verdammt, das war nicht ganz geplant. Ich habe die Klasse geschlossen. Sehr schlau. So. Und jetzt haben wir einfach unsere Methode geschrieben, die uns quasi unseren Vektor als String ausgibt, dass wir den auch hier in der Konsole uns zeigen lassen können. Denn ich möchte euch mal zeigen, wie dieses V3 dann aussieht. Also der Vektor, über den der hier V und V2 addiert bekommen hat. So, und dazu machen wir jetzt einfach ein System.out.println, ganz normal. Ja, und geben uns V3 mal aus. Aber V3, oh, doch, geht automatisch. Seit wann ist denn das dabei? Theoretisch sollte man hier die toString-Methode noch benutzen müssen. Scheinbar haben sie da in Java 1.8 was geändert. So. Und wie wir jetzt sehen, habe ich da oben die Werte irgendwie wieder rausgelöscht. Hier ist x gleich 1, y gleich 0 und z gleich 0. Logischerweise, weil unser Vektor 2 1, 0, 0 ist. So, jetzt kann ich dem hier natürlich wieder irgendwelche Werte geben. Kann sie addieren und plötzlich haben wir 2, 2 und 3. Jetzt, wie kommt das? 1 plus 1 ist 2, 2 plus 0 ist 2 und 3 plus 0 ist auch 2. So, jetzt kann ich hier natürlich auch noch was machen. Und was ist jetzt passiert? Nun ja, ich weise dem Vektor hier oben die Werte zu, aber hier unten überschreibe ich sie ja wieder. Das heißt, hier wäre x jetzt 5 und y wäre 4, aber hier unten sage ich, x ist wieder 1 und dann ist y 0 und dann ist auch noch z 0. Ja, und das heißt, die Werte von da oben verschwinden einfach wieder und werden überschrieben durch neue Werte. Das ist wie wenn ihr da oben einen Integer i gleich 5 habt. Und unten sagt ihr, i ist jetzt aber gleich 1. Dann ist i hier in diesem Zeitraum 5 und hier unten ist i 1. Und oben drüber gibt es i nicht. Ja, das heißt, ja, jetzt sehen wir schon, dass unsere Funktionen recht gut funktionieren. Wir haben Vektoren, mit denen können wir arbeiten. Ja, ich glaube, das war es auch schon wieder erstmal mit diesem Video. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen oder sonst irgendwas dazu habt, dann meldet euch in den Kommentaren oder schreibt mir von mir aus auch eine PN. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Ich glaube, ich mache mal das Video zu Strings noch. Die habe ich euch ja dieses Mal ganz grob und letztes Mal ein bisschen gezeigt. Da gibt es noch viel mehr dazu zu sagen. Deswegen bis demnächst. Ciao.